Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Prost Spielen und holy moly, es wird die beste Folge, das kann ich euch garantieren, denn wenn ich diese Folge hochgeladen habe, dann ist es die beste, straight up. Denn ich habe tatsächlich 12 Mal jetzt schon versucht, dieses Game aufzunehmen. Ich habe mittlerweile sehr viele Games Twisted Fate Midlane gespielt, ich habe echt das Gefühl, dass ich weiß, wovon ich rede. Und das Problem ist, dass diese Aufnahmen nicht mal bad sind, das heißt, viele davon werdet ihr tatsächlich auf meinem Zweitkanal noch sehen, einfach... Weil ich glaube, dass sie gar nicht schlecht waren. Die Idee ist einfach nur, dass ich so unglaublich viel zu diesem Pick sagen will, dass es schlicht und ergreifend in keiner Weise ausreicht, was ich bisher dahin geleistet habe in diesen Aufnahmen. Denn Twisted Fate Midlane ist einer der interessantesten Picks, die ich in letzter Zeit erlebt habe. Die Dinge, über die man sich bei Twisted Fate Midlane Gedanken macht, macht man sich bei fast keinem anderen Champion. Dieser Pick verinnerlicht alles, was du quasi bis jetzt in League of Legends gelernt hast. Du kannst all das nutzen. Gleichzeitig gibt es so viel zu klären. Warum Twisted Fate überhaupt Midlane? Warum auf AD? Wo sind die Unterschiede zum AP-Bild? Welche Bildvariationen gibt es? Welche Runenvariationen gibt es? War Sola ein Hellseher oder ist er einfach nur random glücklich über den Weg gelaufen? Das alles werden wir klären. Vorweg, runenmäßig immer Kleptos. Second könnt ihr, wenn ihr gegen All-In-Lineups Assassin spielt, für Resolve gehen. Ansonsten könnt ihr auch für Transcend mit Mana Flow Band gehen. Ich gehe immer Unflinching Second. Der junge Mann, der das vorgestellt hat, Reddit, der damit in der Wildcard-Region NA tatsächlich auf Platz 1 gekommen ist, Grüße gehen raus in die Wildcard-Region, der wiederum spielt da immer Overgrowth. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, ich persönlich finde Unflinching underrated, das habe ich ja schon in anderen Videos erwähnt. Cryptomancy könnt ihr nicht austauschen, die Rune ist einfach nur dafür da, dass ihr tatsächlich euer Trinity Force möglichst schnell bekommt und deswegen ist sie besser als jede andere Rune, weil sie genau diesen Zweck eben erfüllt und das auch der einzige Zweck ist, den sie erfüllen soll. Ich habe das Gefühl, dass der Yasuda immer noch ein bisschen mental im Hook drin steckt. Cryptomancy ist eine Rune, die ein bisschen strange ist in vielen Matchups, weil zum Beispiel gegen, ich habe mittlerweile gegen so viel gespielt, aber zum Beispiel gegen Ahri hatte ich nur, keine Ahnung, 100 Gold nach 15 Minuten. Trotzdem, ihr kriegt über den Tree ja auch die Free Boots und tatsächlich seid ihr auch im späteren Spielverlauf immer noch in der Lage, diese Rune zu procken, während das ja bei anderen Leuten, die gerne mal Crypto gehen, gar nicht so einfach ist im späteren Spielverlauf. Im Early Game dreht sich alles darum, dass ihr eure Qs trefft. Der Q ist der prägende Damage, den ihr habt. Ihr geht über Corruption Potion und Tonic Water, habt ihr relativ viel Sustain. Ich gehe fast immer für Ignite, einfach weil ich das Gefühl habe, dass es mir mehr bringt, in den 1 gegen 1 Situationen stärker zu sein. Ich habe gedacht, dass Teleport eigentlich besser sein müsste, gerade auch, weil ich euch ja immer das flexibelste Bild oder böse formuliert, auch das einfachste Bild vorstellen will. Tatsächlich finde ich es allerdings gar nicht so viel besser, weil ich dachte quasi, dass es ja mega cool sein muss, weil ihr... Ja, verdammte Axt. Hatte ihr tatsächlich ein bisschen mehr Hoffnung gehabt? Ja, wenn er dafür geht, können wir ihn, denke ich, killen. Okay, das ist sehr gut. Das ist deutlich weniger gut. Ah, scheiße, ey. Ha, super close. Push out, please. Ja, wenn er das da rauspusht, ist es wahrscheinlich fein. Super close Situation. Das ist jetzt eine der unangenehmsten Sachen, in denen ihr euch vorfinden könnt. Nämlich tatsächlich in einem Szenario, wo ihr nicht Ruby Crystal plus irgendwas holen könnt, sondern tatsächlich euch nur für diesen Ruby Crystal mit einem Longsword entscheiden könnt. Bester Recall wäre hier natürlich irgendwie für Sheen gewesen, aber wenn ihr nicht für die Einzelteile von Phage geht, seid ihr super squishy später. Dass die Whitworth wieder abkam für Yasuo war natürlich ein bisschen unlucky. Ich bin dafür gegen Lee Sin hier für eine Blue Card gegangen, weil ich vergessen habe, dass das smiten kann und einfach die nächstbeste Karte gepickt habe. Einfach nur, damit mein Autotank ein bisschen mehr Damage macht. Hab danach allerdings ihn relativ gut noch mit Q gekitet, das heißt, es war okayisch. Gleichzeitig hätte ich danach allerdings gegen Yasuo nicht für die, natürlich nicht für die Red Card gehen sollen. Aber auch da war das Szenario, entweder ich kriege ihn gebürstet oder er tötet mich. Und dann kann man auch einfach mal ganz schnell durchklicken, um möglichst viel Damage zu machen. Generell sind 80% der Karten, die ihr nehmen wollt, golden. Die anderen sind normalerweise blau. Gerade in Teamfights ist es aber zu schon so, dass ihr nochmal für eine Blue Card gehen müsst. Einfach weil ihr, sage ich mal, kein Mana mehr habt. Während hier ein Blaulichtauto scheinbar vor meiner Wohnung parkt. Zumindest ist es von der Lautstärke her so anzunehmen. Ihr seht, dass ich hier relativ viele Red-Karten reinschmeiße, was mir hier in den seltensten Fällen bis jetzt irgendeinen Vorteil verschafft hat. Also tut das einfach nicht. Das ist im... Yasuo-Spot.
Ja, Outroam werden als Twisted Fate ist immer so eine Sache, die natürlich das Team wenig erfreut. Ist allerdings natürlich gegen Azur am Anfang auch ein bisschen schwer. Und da muss ich auch tatsächlich auf einen ganz wichtigen Punkt zu sprechen kommen. Ja, Bruder, willst jetzt wieder zurückfahren. Nämlich das Verständnis dafür, wann Twisted Fate stark ist. Ist super wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wann ist ein Champion stark. Und Twisted Fate ist kein Champion, den ihr pickt, wenn ihr auf den ersten Leveln unbedingt Erfolg haben wollt. Denn da ist er einfach nicht so stark. Das, wo Twisted Fate später seine großen Stärken hat, ist eben genau in den Momenten, ab dem Moment, wo ihr Trinity Force habt. Übrigens witzig, dass ihr so hier für einen der schlechtesten Trades geht, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Irgendwie ist es mir noch nicht so gelungen, so viele von diesen wunderschönen Hasakip-Donados da zu dodgen. Aber das ist eben genau der Moment, wo Twisted Fate dann online geht. Wenn du Triforce hast oder wenn du auch schon Fate und Sheena hast, bist du super strong. Und dann kannst du dich an all diesen Leuten, die dir bis dahin in dein Gesicht gehauen haben, echt hart rächen. Aber bis dahin musst du verdammt nochmal chillen. Es ist wirklich so, dass es nicht ein Champion ist, mit dem ihr in der Phase des Spiels schon super stark seid. Das heißt, wenn Leute mit Twisted Fate am Anfang hinten, dann liegt das eben daran, weil sie denken, ja geil, ich bin ja HD, ich kann ja fighten. Ja, kannst du gar nichts fighten. Wirklich überhaupt nicht. Also ich muss mal kurz gucken, es sind 700 plus 500, das heißt, es könnte ja tatsächlich noch für eine Wave greenen. Immer versuchen, den Yasuo mit den, oder generell euren Lane-Gegner gleichzeitig zu treffen, während ihr die Wave mit dem Q pusht. Das ist immer das Idealszenario. Oh, I may die. Yep. I inted. Pretty heavily, actually. Das war nicht so gut. Ich wusste ja, dass es passiert und trotzdem habe ich es gemacht. Ich kann jetzt schon mal sagen, dass das hier auf jeden Fall nicht die Aufgabe für den Hauptkanal wird. Das heißt, es wird das vierte Twisted Fate Game. Ja, ich weiß ja, auf dem zweiten Kanal sollte eigentlich gar nicht so viel Leak kommen, aber tatsächlich ist es. Ja, ergibt es sich einfach dadurch, dass ich halt eben jetzt so viel Twisted Fate spiele und die scheiß Aufnahme einfach nicht zusammenkriege. Ich habe Mittwoch damit angefangen, dafür aufzunehmen. Wir haben mittlerweile Freitag und in der ganzen Zeit kam auch kein Video. Ist ein bisschen ätzend. Immer wenn ihr gegen Yumi spielt, wollt ihr übrigens hart die Botlanes sitten. Das heißt, genau das mache ich jetzt hier. Ich sitte die Botlane. Oh, da kommt dann eben mit Nautilus natürlich ein guter Follow-up-CC und ein relativ easy Kill. Genau das wollen wir, genau das haben wir. Optimal. Ui, da ist ein Leak gerade an einem Drake dran. Oder hat sie sich zumindest da versteckt? Habe ich ehrlich gesagt ziemlich erschrocken. Och Mann, ich werde hier einfach hart gesohnt, ey. Oh, hallo. Please help, guys. Lost two waves. Ist ein bisschen anstrengend. Ich kann jetzt nicht noch mal moven. Oh. An ally has been slain. Wir haben ja genau gesehen, dass das passieren wird. Das ist ja genau der Grund, warum ich da nicht lang gehe. So, entweder moved er halt, wenn ich da bin, oder er moved halt gar nicht so. Ne? Es gibt kein In-Between. Und so dürft ihr euch nicht hitten lassen, ne? Riven-Spieler ping halt. So kommen die halt zur Welt. Die gehen da hin und denken sich, oh mein Gott, time to ping. Wahrscheinlich ist das erste Wort, was er schreibt, ist please go AFK. Wichtige Sidesteps. Und jetzt hier die komplette Botlane auf meiner Lane, das ist auf jeden Fall ein bisschen strange, was da passiert. Das Ding ist auch, wenn ihr solche Leute ignoriert, werden sie auch aufhören, euch zu flamen. Ah, wir haben den Heal von Kaiser bekommen. Ich denke, das ist alles, was wir hier erwarten konnten. Oh, was ist der Double Card, ey. Ha. Es ist auf jeden Fall ein Malphite mit Ultimate Up. Das heißt, man sollte hier schon ganz genau überlegen, ob man da hier nochmal für den Trade gehen will. Kann sein, dass der Malphite jetzt auch noch für mich kommt hier. Das kann ich mir ja durchaus bei ihm vorstellen, aber andererseits gehe ich da auch jetzt einfach für den Push. Muss sagen, wenn ich mich ein bisschen mehr konzentriere, dann ist es auch deutlich leichter zu spielen, aber das währenddessen zu reden, ist es ja quasi die Idee von durchgequatscht, aber es ist tatsächlich gar nicht so einfach manchmal. Ich habe jetzt mal Triforce Up ein bisschen früher, als ich dachte. Ich habe hier wieder das Problem, dass ich die,
vielleicht die Boots Delayter Bonus zu merken. Ne? Ich käme eigentlich schon bei 8.15, aber ich hatte keinen Itemslot frei. Coming Bot again in 15. Mind gonna push mid first. Und jetzt ist halt wieder dieser Moment, wo ich quasi, also ich meine, ihr wisst das ja jetzt wahrscheinlich alles schon, weil das wahrscheinlich ja nicht die erste AD Twisted Fate Aufnahme ist, die ihr jetzt euch anhört. Aber ab jetzt ist ja wieder der Moment, wo ich alles fighten kann, was auf dieser Welt einfach rumläuft. Okay. Okay. Da ist natürlich das Counterplay jetzt nicht so groß. Aber ich kann Vision setzen vorher, ne? Das Counterplay wahrscheinlich besser. Ich hätte eben das Ding verkaufen sollen und für eine Cloth Armor gehen sollen. Gegen zwei Adela wäre das hier wahrscheinlich besser gewesen. Ich meine, Eve kriegt die Picks und alles und ich krieg einfach nur ins Gesicht, aber that's fine. Okay. Botlane ist fine. Nice! Damit sollte es ziemlich easy sein. Yasuo steht halt immer noch 5-2, ne? Ich glaube, ich gehe ein bisschen für Limits testen jetzt gegen den. Weil an sich, glaube ich, ist das nämlich fighten kann, right? Er wird jetzt einmal seine Windfall schmeißen. Dann ist sie auf Cooldown und dann hat er ja für den nächsten Trade nichts mehr. Das heißt, ich kann ihn jetzt hard pressuren hier. Das Problem ist, der Lee kommt gleich aus der Base, aber ich würde das mal aggressiv zu Ende spielen hier. Ja, geht auch dafür. Ja. Hat halt leider aktuell keine Widow, aber das kann ich der Eve so schwer da erklären. Okay, der Lee kommt auf jeden Fall von Topside gleich. Das heißt, das ist auch schon wieder ein bisschen entspannter, weil ich da schon einfach Informationen habe. Schön, sie, Yasuo. Was ist ihr Plan? Oh, das ist ihr Plan, okay. Krass, hätte ich nicht gedacht, dass der dafür den Damage hat. Bin ich ehrlich, ja. Auch da wieder falsche Karten, ne? Ich muss sagen, gestern hatte ich das Problem deutlich weniger. Mit falschen Karten habe ich eher falsche Entscheidungen getroffen die ganze Zeit. Jetzt habe ich gute Entscheidungen und schlechte Karten. Ich denke, ich kann den basen. Der Lee wird auf jeden Fall die Wave annehmen. Super strong, ja. Holy shit. Weiß gar nicht genau, gegen so ein Heavy AD-Team, muss ich sagen, tue ich mich ein bisschen schwer, was das Item-Bit angeht. Also ich wäre hier wahrscheinlich Rapid Fire Cannon, hätte ich euch vorgeschlagen. Geh's, ob es dir auch selber. Aber ich werde den Malphite dort später nicht pressern können. Vielleicht hätte man doch kurz entgehen sollen. Oh, ich gehe einfach runter. Die Yumi ist, glaube ich, getiltet von ihren ADC und ist deswegen Midlane gerannt. Aber wir können unten da einfach durchforcen. Ich kann das Midlane eh nicht alleine deffen, wahrscheinlich. Nehmen die Lucian hier mit. Ein bisschen CC hilft mir auf jeden Fall. Tja, hinter dir ist auch noch wer. Vor dir auch. Nehme ich so mit. Ich muss sagen, mittlerweile ist mein... Die Cards und so sind bad, aber das Grundprinzip läuft mittlerweile viel besser. Also die ersten Games auf den Champ waren tatsächlich relativ schwer. Mittlerweile habe ich das Gefühl, da habe ich ein ganz vernünftiges Gespür dafür, was ich in welcher Szene machen muss. Your
14 has destroyed a turret. Also ich mache einfach die Jungle Camps ein bisschen. Wollte eigentlich dem Elfheit ganken, aber die rufen das Base und denke nicht, dass ich den alleine pressern kann. Ach komm, probieren wir es. Gehen wir nochmal einen Pot rein. Aua. Dass die Leute aber auch immer auf mich turnen, wenn ich ganke, ne? Also, gerade Top-Laner sind da sehr anstrengend. Ey, was ich den bekommen habe. Jetzt wahrscheinlich wieder tilten. Die Spamping Riven. Rapid Firekin ist jetzt fertig. Gib mal Essence Reel Second. Essence Reel ist so ein interessantes Item. Ich habe es am Anfang echt ein bisschen unterschätzt, aber dass du quasi die Heavy AD-Werte kriegst, hilft dir so sehr. Und dass du trotzdem am Ende Crit bekommst, ist mega nice. Also du kaufst obviously auch Crit, aber dass du kein Seal gehst und trotzdem ein Seal-Item hast, gefühlt. Oh oh. Yeah. Rapid Fire Cannon, ich hab Range. There we go. Ja, das Game ist, denke ich, over. 16 Minuten. Aber die haben eigentlich keine Chance mehr. Ich muss sagen, ich glaube, man muss ich bin mir immer noch nicht sicher, wie gut TF tatsächlich scaled, weil mein Problem ist, klar, du kannst für Crit gehen und du kannst für Attack Speed gehen, aber ich glaube, nur den besten Spielern auf der Welt wird es gelingen, auf einem verdammten TF das zu nutzen, weil du hast so wenig Range. Was regt er sich denn jetzt auf? Er ist doch. Oh ne, der hat hier wieder Ult. Das ist natürlich jetzt nicht so sinnvoll, was der da redet. Also, ich kenne ja den ihren Chat nicht. Vielleicht hat der so gesagt, wenn Yumi nicht kommt, geht er AFK oder so. Aber für mich sieht das hier nicht so aus, als dürfte er sich beschweren. Ja. Harold, fast finish. Please. Wenn ich mit Fire kenne, komme ich halt auch da wieder ran, ne? Hat nicht das Gefühl nicht los, dass jetzt auf einmal ein bisschen mehr Fokus auf mir liegt? Ah, really? Ja, sag für dich, Lille. Das Kind von Gutscher kannst du haben, den Twitch Prime Sub nehme aber ich. Wunderbar, hätten wir es auch geklärt. Ja, ich treue jetzt hier ein bisschen rum, ne? Ihr kennt das ja, Limit Testing, wenn das Game gewonnen ist. Aber es war jetzt auch wenig Limit Testen, ne? Es war eher Inten. Hatte ich geknallt ab? Hätte ich da wenig knallen können? Wahrscheinlich nicht. Ich muss sagen, ich richte mein Ultimate zwar immer nach dem Gegner, aber ich gehe trotzdem meistens Rapid Fire kennen. Es ist so strong.
Blade ist. Blade of the Rune King ist. Es gab dieses Tam Kench Game, wo ich überlegt habe, Blade zu gehen. Weil es actually gut gewesen wäre. Ich frage mich, ob man den Blue Buff überhaupt nimmt als TF. Ich glaube ja nicht. So, es gibt dann einfach nicht genug. Oder man braucht es nicht genug. Can't we just do it? Ist ein bisschen sinnlos, dass der Nautilus da oben nicht die Pflanze ausgelöst hat. Wenn der uns jetzt deswegen gesteeft wird, dann kriege ich einen Mental Breakdown, glaube ich. Hätte aber links nicht erwähnt. Ich glaube einfach nicht, dass die das sehen. Manchmal vergesse ich, dass da eine Yumi rauskommt. Aber ich spiele das hier jetzt einfach souverän runter, weil ich will noch eine weitere Aufnahme probieren. Ich habe heute noch ein paar Deadlines. Ja, das ist ein schöner Kick, aber in dem Moment, wo er reingeht, ist Malphite gerade gestunt. Kann halt überhaupt nichts machen. Der Rapid Fire Cannon ist so juicy, ey. Hört ihr diesen Duo? Yasuo und Yumi? Bin mir echt nicht sicher. Wirkt gelegentlich ja hier schon so, ne? Ja, wunderbares Game, ne? Das war schön. Wieder ein spannendes Game, aber wieder wenig Möglichkeiten, alles zu sagen, weil ich sagen will. Die Games geben einfach nicht so viel her. Aber ich glaube, ich habe auch zu hohen Anspruch an die Folge. Ich meine, ihr habt sie ja mittlerweile gesehen, hoffentlich ist sie einfach überragend geil. Wieder Most Damage. Ja. Na gut. Ich wünsche euch was, Leute, ne? Bei Kanal ist auf jeden Fall gut gefüllt. Dank TF.